Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Grovi 1960, heute in der Sommerresidenz. Ich habe hier einen Zug von Lima, die graue Maus, unschwer zu erkennen. Es handelt sich hier um den Eurocity, im Prinzip ja der Gotardo, nur grau angemalt. Den habe ich von einer guten Freundin bekommen, mit der Bitte, ich sollte ihn doch digitalisieren. Und das werde ich jetzt machen. Wenn ihr wollt, dürft ihr dabei sein bei dieser Reise in die Digitalwelt. Dann legen wir mal los. Ich habe mal diesen Steuerwagen mir unter die Lupe genommen. Ich habe ja hier eine Verbindung zum Chassis des Mittelteils, also des Motorwagens. Und wenn ich das jetzt hier so sehe, habe ich ja auch hier eine Verbindung über diese Adapterplatine zum Motor. Hier habe ich ja praktisch meinen Motoranschluss. Und über diese Drossel geht ja die Spannung von hier nach hier, hier rein. Um das ein wenig zu untermauern, gebe ich jetzt einfach mal eine Spannung drauf von so 5 Volt. Ich gebe hier im Prinzip Plus drauf. Und man sieht, der Motorwagen läuft an. Allerdings nicht besonders gut. Und meine Theorie ist bestätigt. Das heißt, wenn ich jetzt hier an diesen Verbindungshaken, wenn ich das mal so nenne, die Kupplung sozusagen, wenn ich da ein Potenzial anbringe, hier an die Masse gehe, bewegt sich der Motor. Ich zeige es nochmal von dieser Seite. Ich habe hier ja ein Potenzial an die Kupplung gesetzt und hier hinten bringe ich jetzt praktisch das Schienenpotenzial dagegen und der Motor läuft. Folglich ist meine Theorie richtig. Dann muss ich mal schauen, um da weiterzukommen, bekomme ich hier an diese Kupplung die andere Seite der Schiene. Ich brauche ja Plus und Minus, das ist ja ein Gleichstrommodell. Das heißt, ich müsste die obere Versorgung hier über die Kupplung bekommen. Dann wäre wieder oben und unten das Eingangssignal von der Schiene und würde dann den Motor links bzw. rechts rum drehen lassen. Das heißt, ich muss von der Kupplung, von dieser Kupplung hier zu dem, ja, das kommt darauf an, wie ich ihn hinmache, auf jeden Fall von der Kupplung zu einem der Radsätze eine Verbindung haben. Und das messe ich jetzt mal durch. Da habe ich nichts, habe ich auch nichts, da habe ich nichts, habe ich auch nichts und hier habe ich auch nichts. Das heißt,
Ich bekomme tatsächlich die zweite Information, die der Motor braucht, nicht an die Kupplung, folglich nicht an den Motor. Und das ist auch der Grund, warum dieser Zug als defekt verkauft wurde und meine Freundin ihn so kaufen konnte. Er hat im Prinzip die zweite Eingangsspannung nicht hier im Mittelteil des Motorwagens. Dasselbe habe ich jetzt auch schon kontrolliert beim Mittelwagen. Den haben wir ja hier. Wenn ich hier auch mal durchohme, auch hier vermisse ich eine Information von der Schiene. Das heißt im Klartext, dieser Zug konnte in dieser Konstellation nie fahren. Auch wenn ich den zweiten Steuerwagen nehme und dasselbe Prozedere durchführe, habe ich auch hier keine Information von der Schiene. Folglich muss ich mir hier mal einen Steuerwagen auseinandernehmen, da der Steuerwagen maßgeblich dazu gebaut wurde, um natürlich den Zug zum Stehen zu bringen. Wenn das Signal rot ist, gehe ich davon aus, dass hier vorn die zweite Stromabnahme erfolgen muss, die dann über die Kupplungen in den Motorwagen gelangt. Und hier muss eine Unterbrechung vorliegen zwischen der Kupplung und dem vorderen Drehgestell, und das bei beiden Steuerwägen. Dann baue ich mal diesen Steuerwagen auseinander. Ich habe jetzt diesen Steuerwagen aufgemacht. Das ist das gleiche Prinzip wie beim Mittelwagen. Der ist nur hier an der Seite geklipst. Das habe ich jetzt weggemacht. Auch hier werde ich einfach das Gehäuse zur Seite legen, um dann mal zu schauen, wie hat sich das Lima vorgestellt. Und hier seht ihr meine Theorie. Also hier habe ich das typische Lima. Ja, das ist so eine Klemmvorrichtung, die hier in das Mittelteil dieses Drehgestells greift, und die sollte dann von diesen Radsätzen her die Spannung in den Wagen bringen. Hier habe ich zwei Lampen. Das heißt, in diesen Wagen muss die Radinformation von links und von rechts kommen. Zudem muss dann halt hier hinten an die Kupplung eine noch weitergeleitet werden über die Kupplung. Ich werde jetzt mal diesen Hinausbau rausziehen. Okay. So, ich zwicke das einfach mal hier ab. Dann nehme ich auch diese Inneneinrichtung zur Seite. Und jetzt habe ich im Prinzip hier die zwei Stromaufnahmen. Und ich denke, von dieser Seite sollte wohl hier, aha, hier ist das so gedacht. Und so wie ich schon gedacht habe, sieht man hier diesen Schleifring. Dieser Schleifring schleift tatsächlich auf dieser Kupplung und soll dann die fehlende Achsseite über die Kupplung
an das mittlere Antriebsgestell übertragen. Und hier hat wohl die Übertragung nicht mehr funktioniert. Gut, ist jetzt kein Problem. Ich werde hier hinten das blank machen, ein Kabel anlöten und dann eine direkte Verbindung herstellen. Das ist einfach sicherer wie dieses Geschleife hier. Und wie ich auch schon dachte, wird beide Informationen werden in diesen Steuerwagen geleitet. Von beiden Schienen, die linke und die rechte Seite. Somit ist vorn der Lichtwechsel überhaupt erst möglich. Gut, dann werde ich mal hier weiter auseinanderbauen. Ich werde die Lampen hier entfernen. Da kommen ja, wie ihr mich kennt, Leuchtdioden hin. Auch hier das Gewicht wird hier unten dann eingeklebt, damit das dauerhaft befestigt ist. Und hier habe ich, wie gesagt, diesen Ring, den ich auch hier entfernen werde und hier direkt ein Kabel anlöte. Aber jetzt noch mal zur Kontrolle. Also hier höre ich ein zartes Piepsen. Also da ist die Kontaktaufnahme auch nicht toll und jetzt müsste analog dazu hier ein Gepiepse kommen. Das macht es aber nicht wirklich. Somit bleibt mir nichts anderes übrig, wie in den Drehgestellen mal nach dem rechten zu schauen. Dazu werde ich einfach hier diese Clips eindrücken und dann mal schauen, was passiert. Und jetzt diese Seite noch. Okay. Und ihr seht, wie ich vermutet habe, habe ich hier unten eine Federbelastung dran, die hier dieses Rädchen nach oben drückt und gleichzeitig von dieser Seite, da ist das Rad ja nicht isoliert, ich zoome das mal her. Hier habe ich die Schleiferabnahme und hier ist die unisolierte Seite des Rades. Hier ist es ja isoliert. Jetzt schaue ich mal, wie ich das in Gang bringen kann. Die Stromübertragung hat mich doch jetzt einiges an Überlegung gekostet. Ich dachte mir als erstes, ich bohre hier hinten in diesem Bereich einfach den Wagenboden auf, um mir diese Übertragung zu sparen. Das geht leider nicht. Ich habe hier ein Kabel angelötet. Wenn der Wagenkasten dann einschlägt, müsste ich diesen Wagenboden bis hierher auffräsen. Das, denke ich, ist einfach zu viel. Jetzt bin ich zum Entschluss gekommen, ich
schleife hier das vorsichtig runter, nehme dann tatsächlich wieder die alte Übertragung, löte hier wieder ein Kabel an und nehme tatsächlich diese Übertragung wahr. Leider geht es nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber gut, so ist das halt mal. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Ich habe lange überlegt, wie mache ich jetzt diese Verbindung zu den einzelnen Wagen. Ich habe hier jetzt diese Attrappe der Faltenbälge herausgenommen und habe hier vier Stecker eingeschmolzen. Das Ganze werde ich jetzt hier noch verkleben und somit habe ich jetzt von der anderen Seite vier Stecker, die ich hier einstecke. Die sollen übertragen einmal das Fahrlicht rot, dann ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, wie bekomme ich das Ganze jetzt unter Beleuchtung. Und zwar so, dass ich das trennen kann, diesen Zug, und es einigermaßen sauber aussieht. Ich bin zum Entschluss gekommen, ich schmelze hier vier Stecker ein. Die werden wie folgt belegt. Einmal das weiße Frontlicht, das rote Rücklicht, der blaue Rückleiter und die Innenbeleuchtung. Die Masse bekommt das Ganze ja übers Drehgestell und die Plusversorgung geht ja über die Bügelkupplung hinten. Das kann ich leider nicht anders machen, da ich ja gezwungen bin, hier in diesem Chassis des Motorwagens die Masse, die Plusversorgung über die Bügelkupplung. Nach langer Überlegung habe ich jetzt einen Weg gefunden, wie ich diesen Zug mit Strom versorgen kann, sprich wie ich die Kabel durchbringen kann. Ich habe hier jetzt die Attrappe des Faltenbalgs des Steuerwagens. Da habe ich vier Stecker eingeschmolzen. Die sieht man hier hinten. Die werde ich jetzt hier noch verkleben. Die sind belegt wie folgt. Einmal das weiße Fahrlicht, einmal das gelbe Rücklicht, der Rückleiter in Blau und hier noch das Licht für die Innenbeleuchtung. Zur Plusversorgung habe ich die Bügelkupplung. Das gefällt mir zwar nicht, aber es gibt keine andere Möglichkeit, da ja der Motorwagen hier über das Chassis das Plus bezieht. Folglich nehme ich hier auch das Plus wahr über dieses Chassis und die Bügelkupplung. Ich werde jetzt in diesen Steuerwagen vorne die Beleuchtung einbringen, genauso wie die Innenbeleuchtung. Dazu nehme ich wieder LED-Streifen, die klebe ich da oben ein. Und dann kann ich den Schleifer hier noch einbringen. Der kommt ja an der Vorderseite rein. Das heißt, ich werde hier einen Schleifer aufbringen. Dann kann ich das wieder einklipsen und mit Plus versorgen. So ist der Plan und ich denke mal, das geht. Als erstes wird jetzt hier mal dieser Stecker
eingeklebt, sodass das sauber hält, und die dazugehörigen Kabel hier hinten eingeklebt und eingelötet, sodass vom Mittelwagen hier eine Stromversorgung stattfindet, und am Ende des Mittelwagens wird natürlich auch so ein Stecker eingeschmolzen in den Faltenbalk, sodass ich das vom Steuerwagen dann wieder in den Mittelwagen bringe. Und dann geht es dann vom Mittelwagen zum anderen Steuerwagen auch über so eine Steckverbindung. So ist der Plan. Dann klebe ich das mal ein. Na Mia, alles gut? Mau, alles gut? Hast du einen Karton, ja? Und Charlie schläft auch? Schläft den Schlaf der Gerechten. Na Mausi? Nach stundenlangen Versuchen ist es mir endlich gelungen, eine richtige Lösung für die Verbindung der einzelnen Wagenteile herzustellen. Ich habe hier ja meine vier Steckverbindungen, die ich in diesen nachgebildeten Faltenbalk eingebracht habe. Die Frage war ja, wie mache ich diese jetzt fest? Das hat mich sehr beschäftigt und ich habe einige Versuche unternommen, das zu realisieren. Zum Schluss bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte doch hier eine Leiterplatte nehmen. Die muss man dann im Prinzip an den Ecken ausfräsen, so wie hier. Dann diese Bohrungen mit 1,3 mm aufbohren, da die 1,3 mm die Stärke dieser Hülsen darstellt. So kann ich jetzt diese Platte, so wie hier, einlegen, und diese Platte gibt jetzt den Abstand der Bohrlöcher vor. Ich setze die hier auf und bohre jetzt einfach mit diesem Bohrer durch diesen Faltenbalk durch. Dadurch zentriere ich jetzt im Prinzip diese Platine auf diesem Faltenbalk. Dann nehme ich den Stecker bzw. diese Buchse, setze die an, drücke die hier durch, sodass die hier unten herausschaut. Und verlöte diese jetzt hier auf der Platine. Dadurch habe ich die Platine in ihrer Lage fixiert und zentriert. Jetzt kann ich von dieser Seite die drei restlichen Löcher durchbohren und dasselbe auch tun wie bei dieser Bohrung, nämlich verlöten. Dann sieht das Ganze am Schluss so aus. Und jetzt kann ich hier die Kabel anbringen und habe eine sichere Buchsenhalterung gebaut. Das Ganze kann ich dann in den Rücken des Wagens einbringen. Dazu musste ich hier etwas ausfräsen,
damit das Ganze reinpasst. Dann kann ich das hier einbringen und die Sache ist fertig hier. Und ich habe eine lösbare Verbindung über diese zwei Stecker und kann dann meine Zugverbindung trennen bzw. verbinden. Und vom anderen Abteil kommt dann das Kabel heraus und ich kann es hier einstecken. Das war jetzt ein langer, schwerer Weg, aber ich denke mal, so kann ich das realisieren und dann habe ich doch noch gewonnen. Jetzt löte ich das fest. Man kann jetzt von hinten durchbohren. Kann ich das so einbringen? Schmelze das noch etwas ein. Verlöte das hinten. Und aus dieser Reihe werden praktisch die Kontakte hergestellt.
Und so ist diese Steckverbindung jetzt fertig. Ich kann jetzt hier einstecken. Und ab geht die Post. So habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt kann ich das, wenn ich hier hinten diese Rückwand ausgefräst habe, einbringen. Eine tolle Sache, wie ich finde. Nur drauf kommen muss man. So sieht das jetzt fertig aus. Nur noch die Kabel angelötet und fertig. Jetzt sind die Kabel angelötet und das Ganze hält einfach besser wie das, was ich zuerst gemacht habe. So werde ich jetzt alle Rückwände umbauen und dann habe ich hier eine saubere Verbindung. Wie ihr seht, habe ich auch meine Unterstützung heute wieder dabei. Charlie hilft mir tatkräftig beim Aufbringen der Leuchtdioden auf diese Lichtleiste, die ich hier für dieses Modell anfertige. Das kommt hier rein. Und ich nehme hier diese warmweißen Leuchtdioden, die bringe ich jetzt auf. Natürlich auch wieder auf die Polung achten. Und da werde ich jetzt Leuchtdioden aufbringen und dann mit dem Decoder verbinden über dieses pinkfarbene Kabel und diese blaue Rückleitung. Natürlich wird auch hier wieder ein 1 Kilo Ohm Widerstand eingebracht. Dann löten wir das mal an. Der Steuerwagen und seine Beleuchtung. Da hat sich Lima was Tolles einfallen lassen. Die haben im Prinzip eine Lampe hier und eine Lampe hier. Die sollen hier das Dreilichtspitzensignal aktivieren. Einmal hier, hier und hier oben. Das Schlusslicht, das Rote, soll hier entstehen. Wenn ich das dann von oben so sehe, bleibt mir nur eins über. Ich muss das einzeln ansteuern, und zwar mit diesen Leuchtdioden. Das sind die PLCC2. Die haben hier an der Seite wieder eine Abkantung. Das heißt, hier ist die Masse, hinten das Plus. Ich werde drei Leuchtdioden verwenden für das Dreilichtspitzensignal. Eine werde ich hier einbringen, eine hier und eine hier oben. Das sollte für das Dreilichtspitzensignal reichen. Die vierte wird hier in der Mitte platziert und soll mir nachher das rote Schlusslicht darstellen. Ich werde hier, wenn man hier reinschaut, sieht man, dass ich hier das rote sehe von der Schlussbeleuchtung. Also bleibt mir nichts anderes übrig, wie dieses jetzt mit einem Gewebeband zu verschließen, so dass auch hier kein Lichteinfall auf das rote Rücklicht fallen kann. Das wäre sehr störend, wenn hier jetzt das rote mit leuchten würde, wenn ich vorwärts fahre. Ich nehme dazu wieder mein Textilband
und schneide mir einen Streifen zurecht. Diesen Streifen, ich bringe jetzt das Band hier ein. Ist die Lücke geschlossen. Ich habe jetzt die Leuchtdiode eingespannt. Ihr seht, hier ist die abgeschrägte Seite, das heißt, hier ist die Masse. Ich drehe die Leuchtdiode um und habe jetzt hinten die Plusversorgung, die ich dann mit dem blauen Kabel gleich verbinde. Jetzt wird an die Masseseite auch ein blaues Kabel angelötet. Da es sich ja um eine Reihenschaltung handelt, werde ich dies weiterreichen. Jetzt kommt hier die Masse. Und so habe ich jetzt eine Reihenschaltung von 3 Leuchtdioden. Die kann ich jetzt hier einbringen. Jetzt kommen die Leuchtdioden in das Modell. Beim Anbringen zu einer Leuchtdiode ist auf Folgendes zu achten. Ich persönlich schaue von vorn in das Glas und fahre dann von hinten mit der Leuchtdiode in die richtige Position, dass ich den bestmöglichsten Abstrahlungswinkel habe. Erst dann setze ich die UV-Lampe an und lasse den Kleber aushärten. Somit ist gewährleistet, dass ich hier unten wirklich eine schöne Ausleuchtung habe. Das kann ich bei den 2 unteren wunderbar realisieren. Darauf achte ich immer. Dazu muss ich natürlich diese ganze Geschichte anschließen an mein regelbares Netzteil. So dürfte das richtig sein. Und jetzt lasse ich es aushärten. Die mittlere. Ich habe jetzt auch das dritte Licht eingeklebt. Es bleibt übrig die Schlussbeleuchtung. Da werde ich jetzt hier an das blaue Zufuhrkabel, was ja Plus ist, die Leuchtdiode anschließen. Und zwar auch mit dem Pluspol an das blaue Kabel. Die andere Seite bekommt auch einen 1 Kilo Ohm Widerstand. Da dieser Lichtleiter relativ schlecht das Licht leitet, muss ich tatsächlich richtig Energie einbringen.
um nachher ein etwas, ja, eigentlich wenig leuchtendes rotes Licht zu erzielen. Auch beim Rücklicht muss ich natürlich schauen, dass ich die Mitte finde, sodass auch hier eine saubere Ausleuchtung gewährleistet ist. Nun zum Schleifereinsatz. Ich habe ja den Wagen, den Steuerwagen hier vorn, für Wechselstrom umgebaut. Dazu musste ich natürlich hier einen Schleifer einbringen. Ich habe diesen Schleifer wie folgt eingesetzt. Ich habe ihn hier in diese Aussparung eingebracht und habe es mit Stabilit Express angeklebt. Das hatte leider zur Folge, dass der Bolzen, der das Drehgestell hält, sich nicht mehr bewegen ließ. Das Drehgestell war starr. Somit musste ich hier diesen Einsatz wieder heraustrennen und habe jetzt hier im Inneren von diesem Schleifer halt das ausgefräst. So habe ich jetzt rechts und links eine Aufhüterung mit Stabilit Express und kann es jetzt hier einbringen. Ich habe das Ganze, so wie ich sonst immer mache, mit dem Einschmelzen versucht. Das ist gänzlich in die Hose gegangen. Ich hatte nämlich die Laschen hier raus. Die kamen hier raus, ich habe die umgebogen verlötet, sie kamen aber hier unten immer wieder in Kontakt und haben mir einen Kurzschluss gebracht. Dann habe ich mich halt entschlossen, das einfach wegzulassen. Es hält ja hier im Rahmen und habe jetzt diesen Schleifer so eingesetzt, der hält. Weil arg viele Kräfte zerren ja an diesem Schleifer nicht. Sollte es wieder erwarten doch so sein, muss ich ihn halt hier nochmal nachkleben. Dann dürfte das kein Problem mehr darstellen. Das Ganze war jetzt nicht ganz so einfach, aber was ist schon einfach im Leben? Das Zweite, was ich noch sagen möchte, ich habe hier vorn an der Front hier etwas wegnehmen müssen, das habe ich abgefräst, da ich ja hier in diesem Bereich die LEDs eingeklebt habe und hier vorn dieser Rahmen hier eingetaucht ist. Das kann natürlich jetzt nicht mehr gehen, da ich ja hier meine Kabel habe und meine Leuchtdioden, die sitzen ja hier unten drin. Folglich musste ich hier Platz schaffen, um das Ganze nachher wieder einsetzen zu können. Wie gesagt, ich hatte ja hier vorher, also Klima hatte ja hier zwei Lämpchen angebracht und die habe ich ja, wie schon gezeigt, mit Leuchtdioden ersetzt. Jetzt kann ich auch hier diesen Steuerwagen fertig machen und hier einsetzen.
diese Kupplung hier vorn, die rastet hier in diese Bohrung ein. Diese Kupplung rastet hier in diese Bohrung ein. Deshalb ziehe ich sie nach hinten. Jetzt kann ich den Steuerwagen zusammenbauen. Der Steuerwagen beleuchtet mit dem Zwischenwagen. Hier die Kupplung. Hier sieht man jetzt die Kupplung der Beleuchtung. Ich denke mal, das ist eine gute Lösung. Hier im hinteren Teil habe ich jetzt momentan provisorisch die Spannungsversorgung angeschlossen. Das kommt ja dann vom Motorwagen, wo sich der Decoder darin befindet. Jetzt kommen wir mal nach vorne, um die Beleuchtung zu kontrollieren. Einmal das rote Schlusslicht. Und das Dreilicht-Spitzensignal. Ich denke, das sieht gar nicht schlecht aus. Vor allem bin ich froh, dass hier auch in der roten Seite hier kein Licht austritt. Das gleiche gilt natürlich auch für das Schlusslicht. Ich habe hier auch kein Lichteinfall. Somit wäre jetzt einmal die steuerseitige Sache erledigt. Die Steuerwagen sind beide umgebaut nach gleichem Prinzip. Und ich werde mich jetzt im nächsten Teil dem Mittelwagen widmen. Da sitzt ja der Motor drin und auch der Decoder. Und die werden dann einmal den Mittelwagen mit Steuerwagen versorgen und einmal noch den Steuerwagen über die genannten Stecker. Ich hoffe, ihr hattet hier etwas Spaß, mir über die Schulter zu schauen beim Umbau des Steuer- und Mittelwagens. Wie gesagt, der Motorwagen kommt noch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Groovy 1900. 60.